doch jetzt. So. Ja. Auf geht's. Was ist das? Was ist das da oben? Gerade gewesen. Na gut, dann gehen wir mal ins Dojo. Das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit gemacht habe, immer wieder kam was dazwischen. Neue Pokémon. Na gut, das sind hier die neuen Schüler, scheinbar. Oder Schüler überhaupt. Ich vermute, dass wir Kampf-Pokémon sein werden. Hör mal, ich möchte jemand vorstellen. Das ist einfach. Heute wird er mit euch trainieren. All unsere Schüler trainieren jetzt fleißig und ernsthaft. Sie sind mit Herz und Seele dabei. Das schließt sich in meiner Schülerdatenbank an, schließt in unserem Dojo. Ach, das sieht man aber selten, dass du einen Löhne begrüßen kommst. Komm, mein Schatz. Das ist mein Sohn Hortensio. Hä? Ist das ein Systemfehler oder so? Das solltest du mal ausprobieren. Die Pippin, okay. Ah, okay. Cool. Wir kriegen ja Erfahrungspunkte. Das ist gut, das ist leichter am Trainieren. Und du bist wer? Der Ehemann wahrscheinlich. Hallo, Leute, ich bin Mastri. Ich bin bei Pokémon Kämpfe mit ich zähle eine Schuhsohle. Um bisher deine Bekampfschaft zu machen. ja, danke dir, mich freut's auch. Haha, du bist eine Ulknudel, oder was? Du hast angefangen. Das gefällt mir. Mein Mann erlaubt sich gerne meinen Scherz, also lass dich davon nicht täuschen. Wenn er ernst macht, ist mit ihm nicht zu spaßen. Also dann, Liebling, den Rest überlasse ich dir. Jawohl, ja. Ach, auf den nächsten Teil freue ich mich immer am meisten. Die zwei legen jetzt nämlich ein kleines Käffchen aufs Paket. Ich muss schließlich herausfinden, was du auf dem Kasten hast. Bist du bereit? Sag Bescheid. Dann sind wir schon mal. Wie gesagt, ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich gehe jetzt einfach tatsächlich mit Simsalama vor. Das kann schon irgendwie werden. Ich vermute, dass er ein paar Kampf-Pokémon dabei hat. Okay. Er fängt mit den Fu an, also habe ich tatsächlich recht gehabt. So, gucken wir mal. Level 61. Und ich gehe tatsächlich mit Psychokinese drauf und es geht tatsächlich wieder mit Mogelieb. Sag ja. Ein Mogelieb 40 KP weg. Weil Simsala ist halt die Verschmelzung. Beziehungsweise nicht das Pokémon mit den meisten Dings, aber es kann euch zuschlagen. So, was haben wir dann als nächstes? Shinux. Ja, da kann ich mal meinen Kolos abmachen. Weil Shinux ist vom Typ Elektro. Ach, ja. Ich frage sie verlassen muss überhaupt. Hast du zwei, drei, fünf? Ja, gut. Dann gehen wir mal auf Erdkräfte. Ja, nur zwei. Okay. Hätte ja dieses nicht mehr. Ja. Aber einmal dann doch. Hoho, Einsatz für nix. Das war wohl nichts. Das war nichts auf dem Kasten. Der hat zwar nicht alles gegeben, aber trotzdem kann ich es kaum fassen, dass der Neue gegen ihn gewonnen hat. Wer ist der bloß? Ja, der Champ. Ja, sonst. Also im Kampfstil erkennt man, wie viel Fürsorge deine Pokémon entgegenbringst. Es mag vielleicht sein, dass du nur versehentlich bei uns gelandet bist. Also solange du bereit bist, hast du trainieren, bist du hier im Master Dojo stets willkommen. So wie fleißig an der Seite deiner Mitschüler, halt einander dabei, stärker sein. Okay, so? In diesem Sinne, ist dein Dojo-Set. So. Farbkombi passt nicht so ganz. Wir können jetzt offiziell als Schüler des Master Dojos. Hey, Dominik! Wenn du dich umziehen möchtest oder eine kurze Pause was, kannst du das Zimmer da drüben benutzen. Okay. Weißt du, was ich durfte? Mit der Ankunft im Kampf haben wir endlich die maximale Schülerzahl erreicht. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens, oder zumindest des Trainings. Jede von euch werden nämlich drei Prüfungen gestellt. Was? Drei Prüfungen? Was? Ach
Ich habe mal auf eine bestimmte Zuschaueranzahl gewartet. Alle drei Prüfungen bestanden hat, erhält die Geheimrüstung des Dojos, mit der einem jeder Sieg sicher ist. Eine Geheimrüstung? Die muss ich haben. Hey, das hört man gerne. Erkläre ich euch jetzt, was mit der ersten Prüfung sichert. Entschuldige bitte, Meister, aber ich habe bis heute noch kein Dojos erhalten. Warum darf ich so gut von mir als bei meinen eigenen? Diese Ungerechtigkeit schüttelt euch nicht zutiefst. Ach, hab ich das vergessen? Ein Fehler. Aber keine Sorge, ich habe noch ein Set für dich, bis Averio. Hartnäckigkeit zahlt sich letztendlich dann doch aus. Was? Wie? Nein, nein, nein. Ist es weg? Mein Tisch ist jetzt verschwunden. Ein Flagmon, okay. Flagmon. Das ist ja Tempo. Was war denn diese Flagmon? Ich habe noch nie so flinke Flagmon gesehen. Ja, die sind normalerweise ziemlich langsam. Hallo, weil das kein Trickbetrug ist. Hol sofort meine Dojo-Bekleidung wieder raus. Ah, oh, wahrscheinlich die erste Prüfung, diese Flagmon gleich irgendwo zu finden, wenn die sich verstecken. Stehen geblieben, ihr niederträchtigen Diebe. Ups, da habe ich dafür so früh aus dem Pokémon gelassen. Weißt du, was war das denn? Das war lieber mal der Startschuss der ersten Prüfung. Es geht darum, diese drei fantastischen flinken Flagmon, die ich eigentlich trainiert habe, einzuholen und zu besiegen. Wo ihr schon dabei seid, könnt ihr auch gleich Cerberus Dojos zurückholen. Gut, auf. Okay, die Frage ist, wo. Verstecken sie sich? Kommen wir auf der Insel? Oder was? Was? Da dann auf. Wir haben die ehrenvolle Aufgabe. Nö, wir sind ja hier richtig. Okay, dann laufen wir jetzt mal. Wir müssen Flagmon finden. So, die wollen tatsächlich uns. Die Frage ist, ob die uns dann alle hintereinander angreifen wollen. Oder, ne, die verschwinden einfach, okay. Okay. Die sind jetzt einfach mal weg. Ha. Ach, du gehst mir da. Nein, nein, jetzt gerade nicht. Wieso fangen? Also hier gibt es ja so viele neue Pokémon. Ich muss tatsächlich ein bisschen ausgetrieben. Mal noch ein bisschen hier erkunden. Nein, und dann in dem Moment kommt ein scheiß Kamm. Ihr habt's da was noch. Was es noch ärgern will. Das ist nochmal weg. Ja, super. Danke, du Missvieh. Was? Was ist denn das? Da. Wieder hoch, ne? Da kommt voll noch ein Felino hinterher. Ich will diese scheiß Flagmon besiegen. So, her damit. Komm her jetzt. So. Wir müssen es besiegen. Setzt sich auf Plus ein. Dann drauf. So, tschüss, Fettmon. Die haben wir ja schon. So.
Müssen wir gucken, wo die anderen beiden noch sind. Dann werde ich mal hier ein bisschen auscreen, noch ein bisschen Training da oben sein. Dann kommt noch so ein scheiß Falino oder so vor und sagt, komm, ich nerv dich noch ein bisschen. Noch erwischt. Na, es fehlt noch dann eins danach. Dann haben wir die erste Prüfung erledigt. Die Prüfung 2 und 3 machen wir dann in einer anderen Folge. Aber jetzt machen wir jetzt mal das hier durch. Ne? So. Drauf mit Knirscher. Okay, es will noch nicht. Dann machen wir nochmal. Das regnet den Lager schon. Das heißt, ich bringe nichts. Und tschüss. Als wird noch. Eins fehlt noch. Die Frage ist, wo ist denn das? Bestimmt hier oben irgendwo, oder? Da ist es. Das ist so schnell. Ich muss wieder einfesseln hier. Ist er hier durch irgendwie? Ha! Das ist das Gute, wenn das Viech eine vernünftige, eine gleiche Route mal hat. Das ist das letzte Pokémon, dann haben wir die erste Route. Die hast du ja früh schon geschafft, so. So, dann geht's auf die Samenbomben. Das wird ein bisschen sein. So, ist hier Plus? Okay. Das kopiert die Stabsenno. Aber diese Aeroneterson. Weil dieses Pokémon ist down. Und damit haben wir die Attacke. So. Gut, dann. Haben wir das auch? Ich werde offscreen hier ein bisschen weiter fangen dann. Dann wundert euch nicht, wenn dann demnächst neue Level und so kommen. Ich werde hier noch ein bisschen ausgelöst arbeiten. Das ist cool, tatsächlich, muss ich sagen. So, dann gehen wir mal da hoch. Also, ja. Ah, den wollen wir machen. Item. Ja. Die TP 64 Fokusstoß. Kampfattacke, okay? Gut. So, Arbeit auch. Und gehen wir mal rein. Ah, willkommen zurück.
Hast du meine gesamte deutsche Bekleidung etwa auf eigene Faust aufgebaut? Genau. Ich bin dir sehr verbunden. Gut gemacht. Du hast die erste Prüfung mit Bravo gemeistert. Ich glaube, du bist halt der erste Schüler, der alle drei verschiedenen Pokémon mal Eingang gezwungen hat. Ich habe die Pokémon auch eingeholt, aber der war leider keins von ihm besiegen. Ach, Landuba. Sagen wir einfach, die Prüfung gilt für jeden als bestanden, der ein Pokémon eingeholt hat. Das war allerdings eine Ausnahme, weil Käffi hier seine Kunstleistung hingelegt hat. So habt ihr all die Möglichkeit aufzuholen. Wow, wie großzügig. Wenn ihr euch habt, dann ich das ganze Zeit nicht versagt. Ach ja, wo wir gerade beim Thema sind. Inja, was ist eigentlich mit den zwei Rakern? Ja gut, was du gedacht hast, Typi. Schwierig, wie ist das auch? Kommt mal her. Oh, so. Kann ich fangen dann? So. Schwierig, wie ist das auch? Wurden von uns allen groß gezogen. Ganz aus, hätte dein Könnten Interesse gekriegt. Was bedeutet denn deine bestandene Berufung, dass sie alles von ihnen aussuchen? Wir haben die zwei uns auf keine ganz besondere Weise trainiert. So können sie eine Giga-Dynamaxierung durchführen, sobald sie letzte Stufe ihrer Entwicklung erreicht haben. Oh Gott, Glumanda hatten wir ja schon, theoretisch. Ja, ich nehme dieser Samen. Ja. So. Da ich hier definitiv an alles Pflanzen und Wasser und Drachen-Pokémon habe, ist das leider tragisch. So, mal hin. Pokémon mit seinem einsetzen. Ach. Das könnte ich sagen, ich fand dich sehr darüber zu freuen, dass du es ausgewählt hast. Vergiss nicht, das ist wie so ein Racker in ihrer letzten Entwicklung vor einer Giga-Dynamaxierung durchführen kann. So. Ja, da gibt es auch Giga-Dynamaxierung, eine besondere Form der Dynamaxierung, aber die Giga-Dynamaxierung. Hier sehen wir einen hier im Master Dojo, ein kleines Geheimnis. Ich rede von unserer Dynasuppe. Ein Fall davon kann ein gigantisches Potenzial entfesseln. Aha. Aber dafür müssen wir Zutaten unter suchen oder was? Ah, so eine schöne Dynasuppe mit Rand, voll mit Dinnerpizza. Das ist was Feines. Und damit kommen wir auch zur zweiten Runde. Einer Pilzsuche. Aber wir sollten nicht irgendwelche Pilze suchen, sondern drei stolze Dinnerpilze. Die fungieren als Schlüssel zur Giga-Dynamaxierung. Dinnerpilze können ja an ihrer Unterfärbung und ihrem Wirbelmuster erkennen. Sie wachsen vorwiegend an dunklen, feuchten Orten. Alle klar angesiedelt? Dann kann ich rufen. Ja, los geht's. So, okay. Dann gehen wir auf Pilzsuche. Und Shiki kriegen wir wahrscheinlich danach noch geschenkt. Bitte. So. Okay. Okay, Rüstungserz. Wir haben ja Rüstungserz bekommen, stimmt. Aber das machen wir dann alles in der nächsten Folge, liebe Leute, bei Pokémon Schild. Gucken wir uns mal schnell die Attacken an. Was er noch hat. Was haben wir denn hier? Feldimpuls, Nightflame. Aber irgendwas ist der mit Hochspannung, okay. Grasrutsche, dreifache Achse, was ist Attacken, Alter? Fusionsgas. Doppelflügel, Geist, Poltergeist. Heißwolz, aber. Ja, ich nehme hier die Hochspannung, oder? Ja. Stromstoß nehmen wir raus dafür. Ja, wenn wir im Elektrofeld rauskommen. Dann haben wir noch eine dritte Angriffsattacke. So. So, okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich gehe jetzt mit dem Offscreen suchen. Also, wir sind keine Prüfung machen. Ich werde nur wirklich Pokémon sammeln. Oder auch nicht. Nee. Da kommt noch immer dazu. Warte kurz. Du darfst ihn noch nicht beenden. Ich tue mir total vergessen, dass du dich auf der Rüstungsszene gar nicht auskennst. Daher weiß ich sicher nicht so recht, weil du mit dem Besuch begibst. Komm, ich zeig dir beiden mit kleinen Verziegern, weil die gehen. Super, jetzt kommt immer dazu. Das war ein schöner Tag zum Planieren.
Also normalerweise wachsen ja im Focus Forest Unmengen an Dinnerpilze. Aber kurzum ist ja eine riesige Gruppe von gierigen Schlaraffen durchgefickt. Hat alles leer gefressen. Im Aufwärmtunnel können wir noch Dinnerpilze stehen. Du findest ihn außerhalb des Forstes. Auf der Fleißebene. Okay. Meine Pflanze sich leicht in diesem Winter Wirrwarr aus Bäumen. Also pass gut auf dich auf. Dann viel Spaß mit deiner Pilzsuche. Tschüss, bitte. Gut, dann kann ich jetzt mal Feierabend machen. Mein Gott. So, das zieht sich eine Weile hin. Ich werde mich auf jeden Fall hier Feierabend machen. Ich werde dann hier weiter fleißig Pokémon sammeln und alles davon dran. Und das machen wir auf jeden Fall aufs Spiel. Die Prüfe werden wir dann auf jeden Fall erst in der nächsten Folge uns angucken. Ja, bis dahin.